Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo von uns, also von mir und. Dem Halimani oder Pascal. Ja, genau. Ja, ich bin gerade bei NBA 2K13, wie ihr seht. Vince Carter gegen Michael Gilchrist. Und wir wollen euch in der Zeit, wo ich spiele, ein paar Informationen geben. Also, erstens, was für eine Let's Plays wir planen. Also, ich und Pascal planen das eben genannte NBA 2K13. Zu Let's Playen in einer Multiplayer Association als erstes. Machen ich und Pascal zusammen, also eine Online Association, wo wir beide gegen Rest CPUs, also wir beide gegen 28 Teams, jeder von uns hat ein eigenes Team auf jeden Fall. Genau. Ich nehme Charlotte Bobcats und wen nimmst du? Ich nehme die New York. Nix. Nix. Okay. Manchmal diesen Namen vergesse. Also die New York Knicks. Ja. Dann werden wir das, also ihr werdet meistens mal uns gegen CPUs sehen, nur selten uns beide gegeneinander, ich glaube zwei oder drei Mal in der Saison. Ja, was gibt's noch zu sagen? Auf jeden Fall, ich werde noch meine Karriere machen, es ist immer nur ein Spieler erstellt. Das werde ich auch machen, ich werde die Karriere nicht zu Ende spielen oder so, bis zu Hall of Fame. Vielleicht so die erste Saison, die ersten zwei Saisons oder so. Oder ich mache erstmal nur die erste Saison und komme nochmal. Macht nochmal eine zweite Saison dazu. Weiß ich noch nicht ganz. Also, dass nach der ersten Saison Pause ist und dann die zweite Saison kommt oder so. Ja, auf jeden Fall dann noch Age of Empires 3. Vielleicht Splinter Cell oder Anno 2070. Oder Just Cause 2 wäre auch eine Option. Ja, also so ein paar Spiele, die mir gefallen. Dann habe ich noch ein Minecraft-Let's Go in Planung. Daran baue ich. Ich werde auch manchmal Folgen zeigen, wie ich baue, damit ihr ein paar, naja, wie nennt man das, damit ihr auf dem Laufenden seid, so. Und jetzt lasse ich mal Pascal zu Wort kommen. Genau, ich habe natürlich auch ein paar Projekte geplant. Das erste ist Age of Empires Online. Ich spiele die keltische Kampagne. Dann habe ich noch geplant mit Sascha Saints Row 3, also Saints Row the Third allgemein. Einfach so. Und Torchlight 2 will ich auch let's playen. Und ich habe auch noch vor, Plants vs. Zombies zu let's playen. Und mal sehen, was noch sich in der Zeit so bildet. Ja, also wir haben jetzt gerade bei der Aufnahme den 28.01. und wir werden in den Ferien Scheiße, jetzt habt ihr gehört, wie mich immer bei Skype angeschmult. Scheiß drauf. Wir werden in den Ferien auf jeden Fall aufnehmen. Zum Beispiel NBA 2K13. Das ist in ein paar Tagen. Und ja, das wird hoffentlich sehr interessant für euch. Wird auch lustig, wenn. Also wir werden jetzt mal parallel machen, dass wir beide spielen. Also jeder spielt die Kampagne, seine Spiele und so weiter. Und irgendwann, also ihr werdet uns beide hören, jeder wird auch einzeln aufnehmen, aber ihr werdet nicht immer sehen, dass wir gegeneinander spielen. Genau. So, ach ja, kommen wir mal zu Saschas Projekten. Sascha hat ja noch kein Fraps, aber er will sich in der nächsten Zeit holen. Und wenn er denn Fraps hat, dann wird er auch aufnehmen. Er wird Assassin's Creed, ich glaube 2 oder Brotherhood, eins von beiden. Was wird er noch machen? Er wird Saints Row 3, also The Third mit mir. und Saints Row 2 vielleicht mit mir. Ist noch nicht ganz klar. Vielleicht macht es auch allein oder so. Glaube ich aber nicht. Nee. Ja, also ich bin gerade sehr gut bei dem Spiel, wie ihr bestimmt seht. Ja, das ist kleine Werbung. Ja, auf jeden Fall, ich werde auch mit Pascal so jetzt nicht nur Association und so bei NBA machen, wir werden auch einfach mal so Spiele gegeneinander spielen. Eins ist schon geplant, USA Dream Team, was von mir gespielt wird. Da gibt es keine andere Option, weil ich bin ja der Traum in NBA 2K13. Und das normale USA Team von 2012, das von Pascal vertreten wird und verkacken wird. Genau. Ja. Und ich dann übelst verkacken werde. Genau. Ich mache mir selber keine Hoffnung. Ja, also Pascal ist noch ein Anfänger, also er hat das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber er wird es sich in ein paar Tagen holen. Jetzt wird Genau. der 28. heute ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, Freitag ist der 1. Februar. Ja, Freitag oder keine Ahnung. Freitag oder Samstag, eins von beiden. Ja, da wird es sich dann auch holen. Und dann geht das Zocken los, würde ich mal sagen.
Ja, dann wollen wir noch Minecraft jetzt regelmäßig um 18 Uhr rausbringen, also Minecraft oder andere, damit wenigstens eins um 18 Uhr draußen ist. Also manche kommen vielleicht schon mal später raus. Also sagen wir mal, jeder von uns, wir laden alle hoch mit Minecraft, dann sind es 4 pro Tag und dann sind vielleicht Genau. um 18 Uhr 1 oder 2 oben und die anderen kommen dann immer noch über den Tag, also so vielleicht spätestens 22 Uhr oder 21 Uhr oder was auch immer. Kommt immer dann drauf an, wann wir Zeit haben. Genau. Ja, jetzt habt ihr ein paar Informationen erhalten. Falls euch noch irgendwas einfällt, schreibt es in die Kommentare. Und damit würde ich dann auch das Infovideo beenden. Dann danke fürs Auch Zuschauen und wie immer, danke. ja, und dann ciao. Ciao.